in der Tat, dass hier ein Untersuchungsverfahren eröffnet wird. Denn was Frau Merkel gemacht hat, nämlich Menschen aufzufordern, nach Deutschland zu kommen, die hier ganz klar kein Asylantragsrecht haben, also, nach Dublin III, das ist schlicht und ergreifend strafbar. Herr Platz. Ja. Nicht ohne Grund haben viele Bürger in Deutschland Angst, dass unsere Identität im Rahmen einer Masseneinwanderung eine Änderung erfahren wird. Und warum haben sie Angst? Weil wir seit 70 Jahren nicht mehr über die deutsche Identität diskutieren dürfen. Sie wird totgeschwiegen, weil die politische Elite Angst vor ihren eigenen Bürgern hat. Angst dafür, dass wir eine gesunde nationale Identität haben und sie auch nach draußen tragen. Wir sind nicht in der Lage, unsere Grenzen zu bewachen. Ein Land, das seine Grenzen nicht bewachen kann, wird von Weicheiern regiert. Entschuldigung. Das ist absurd. Entschuldigung, also der eiserne Vorhang war eine sehr sichere Grenze. Aber das ist ein großer Unterschied, weil der Vorhang war dafür, dass die Leute nicht raus dürfen. Aber sie sollen eine Grenze bauen, dass nicht die ganze Welt reinkommt. Das ist doch ein Unterschied. Und es ist daher an der Zeit, diese moderne Völkerwanderung als das, was sie ist, beim Namen zu benennen. Das ist eine feindliche Landnahme. Ja. Und da hat man ganz gezielt vor, in Kreisen Saudi-Arabiens, wo dort in anderen Bereichen auch die Muslimbruderschaft natürlich entsprechend tätig ist, in Ägypten und anderswo, wo die Islamgelehrten sagen, sie wollen Europa islamisieren.